Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Ja, ist wieder ein paar Wochen her, dass ich was hochgeladen habe. Und ich habe richtig Spaß mit Fiora, ja, im Bett und auch in-game. Und deswegen dachte ich mir, ja, wie immer, nimmst du da mal eine Folge auf. Ja, also wir zocken ganz normales Normal hier in der Preseason 6 befinden wir uns, ja, also ganz gechillt. Ohne Druck, wir spielen wohl gegen eine Vayne, wie es aussieht, wenn ich gerade die Teams hier sortiere wie ein Großmeister. Ja, wir spielen also als Fiora. Ich habe sie jetzt 4-5 Mal gespielt die letzten Tage und die machen mir einfach wahnsinnig viel Spaß, das ist der Hammer. Und deswegen habe ich mir auch direkt einen Skin gegönnt. Ja, ich bin ja jetzt dualer Student. Ich habe jetzt Cash ohne Ende. Also wirklich bis zum Erbrechen. Kein Plan will mit dem Geld. Da kommt noch ganz YouTube-Money hinzu. Also das ist echt der Wahnsinn. Ich muss mir schon ein zweites Portemonnaie kaufen, weil das erste einfach nicht mehr reicht. Und dementsprechend. Oh, das ist Sahne auf, das ist auch interessant. Dementsprechend habe ich mir direkt mal einen Skin gegönnt. Bisschen blöd, ist gegen einen AD Carry zu spielen. Hat schon bisher nicht die Gelegenheit dazu. Bisher habe ich immer gegen Dingens gespielt, ne? Gegen normale Top-Laner. Also im Early werden wir ein bisschen gefickt sein. Normalerweise bin ich immer sehr, sehr aggressiv mit Fiora. Und innerhalb der ersten 2 Minuten stirbt eigentlich normalerweise schon jemand, entweder ich oder der Gegner. Aber gegen Tristana wird das schwierig, denn die kann mich ja die ganze Zeit nerven auf Range und die kann mich sogar auch noch, ne? Ich kann auch noch mit ihrer W wegjumpen, wollte ich sagen. Boah, ist das ätzend, ey, jetzt schon. Das war ein cooler Skin, den Dragon Trainer Tristana, das ist ja der neue fette Skin, ja? Für 1820 Euro, also noch mehr als, noch mehr wert als mein Skin. Aber es glaubt oder nicht. Ich überlege gerade mit meiner W. Meine W kann ja anders counten, theoretisch auch gedeihen alles. Ihr müsst hier auch die E und alles von Tristana dann counten. Also, ich kann mir schon outplayen. Nur die ersten Level werden jetzt ein bisschen langweilig, leider. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich Jack mal zeigen kann, wie ich hart abgehen kann. Letzte Match war so genial, habe ich gegen Diamant 4 Fiora gespielt, ja. Quasi Mirror Matchup, aber mein erstes Match mit dem Skin. Also, dann war das übelste Battle auf Level 1. Also, sie hat halt den genialen Teleport, deswegen ist sie ein Early Kill gegangen, war ja gar nicht dumm. Und ich war so auf 100 HP down, und dann ist der Tower gereift und gestorben und ich war dann. Hab ich wieder King gefühlt. Oh nice, unterbrochen! Sie hat die Wählung von Tristana unterbrochen. So, einen konnte mitgeben, so. Ich habe auch gut Schaden gefressen wegen den tollen Minions. Da hat noch nicht viel Leben übrig, ist ein bisschen ärgerlich. Also, wir können jetzt auch nicht zu hart gegen sie fighten. Wir haben auch keine Ulti und nix, um uns hochzuhalten. Auf jeden Fall habe ich dann halt die Diamant 4 Fiora Level 1 töten können. Ich habe sie jetzt selber getötet, mehr oder weniger. Oh, wir müssen wieder kämpfen. Oh, jetzt konnte ich mir ein bisschen. Ich glaube, ich hätte etwas später machen sollen, eventuell. Ich habe keinen Heal, nix, leider. Aber dürfte reichen. Jawohl. Gut, ja. Fängt ja schon mal gut an. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ne? Jetzt zum fünften Mal sitze ich jetzt hier an. Fiora habe ich auf Level 1 dann töten können. Beziehungsweise diesen Tower gereift. Und danach haben wir bestimmt. Keine Ahnung, 4-5 Mal immer 1-on-1 gemacht und ich bin da immer gewonnen mit noch so 50 HP oder so übrig. Das war so dermaßen knapp. Hat so Spaß gemacht, halt, Mensch. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du mal eine Folge mit Fiora auf. Bin ich meinen Abonnenten schuldig. Eben bestimmt nichts mehr aufgenommen, weil ich auch kaum noch Zeit habe, leider. Ja, ich zocke die ganze Zeit LOL. Heimlich allein, aber habe keine Zeit zum Aufnehmen, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich habe einfach im Moment nicht die Motivation dazu. Ich komme von der Arbeit, bin voll gestresst und so. Und dann habe ich einfach keine Motivation mehr, hier noch fett motivierte Videos zu machen. Heute irgendwie schon, deswegen mache ich es heute, ne? Logische Schlussfolgerung. So, kaufen wir 2 Heal-Tränke. Ich gehe mal sehr früh auf Hydra. Heißt ja auch Hydrias. Dementsprechend muss man auch Hydra kaufen, ne? Alles klar. Farbenweise dürfen wir ziemlich scheiße sein. Oh, müssen wir auch tauschen hier. So, jetzt passt. 2-0 für uns, wir hatten einen anderen Kill bekommen. Der Twitch auf der Botlane, der Streamer. Also nicht YouTube, sondern Twitch. Versteht ihr, weil Twitch, die Seite. So, ich habe mal keinen Teleport benutzt, weil sie sowieso nicht pusht. Und für einfach einen Teleport behalten. Das hat er noch Heal, hat sie eben eingesetzt. Demzufolge hat sie kein Teleport, ne? Captain Sherlock. Und dementsprechend können wir sie eigentlich. Das können wir eigentlich ausnutzen. Wenn es hart Twain und sie muss weggehen, dann muss sie den ganzen weiten Weg wieder laufen. Und wir können teleporten. Sie hat übrigens ein zweites Double Slinger geholt. Und 3 Heal-Tränke. Also jede Menge Sustain und ein bisschen Early Power. Eigentlich optimal für sie, jetzt mit durch Lane zu kommen. Das heißt, werde ich versuchen, zu hart gegen sie zu traden. Okay, kann ich blocken, das ist schon mal cool. Ja, eh.
Weil wenn ich traden würde, hast du im Zweifel immer einen Lifesteal durch die Devon's Blades und drei Healtanks und ich kann mich einfach nicht so krass hochheilen, weil ich noch keinen Lifesteal habe. Kommt noch. Und daher versuche ich mal möglichst wenig jetzt mit dir zu traden. Fuck. Mich ein bisschen bullieren lassen. Ja, blöd aus, aber bleibt mir gerade Land noch übrig. Wo ist der Farming-Künstler vom Großmeister? Nicht? Oh, den dürfen wir aber haben hier, den vorne, jawohl. Den aber auch. Oh, macht schon mehr Schaden als ich dachte. Den aber auch. Den aber auch. Oh, nee. Ah, den haben wir noch. Sehr gut. Der Dragon ist gestorben. In der Mitte haben wir unsere Ulti. Tristan hat auch ihre. Interessant. So was. Ich glaube, ich könnte versuchen, sie zu fighten. YOLO. So, die war ein bisschen kacke mit der Ulti von mir. Die konnte direkt wieder wegjumpen, die Tristan. War eigentlich nicht zu schlau, aber ich dachte mir mal, YOLO, gehst du mal rein. Das ist noch blöder, jetzt kann man noch Mana haben. Das war eine dumme Aktion von mir, gebe ich zu. Aber ich will Kills haben. Ich bin so gewohnt, im Early schon Kills zu machen. Mich lang genug polieren lassen, wo ich früher mal Nasus gespielt habe. Ist eigentlich nicht unbedingt Lust zu. Jetzt Level 7 und Full Life. Also ich darf wieder schön hier hinten schimmeln, die Erfahrung von den Minions zu bekommen. Und gleich hier am Last hinten versagen. Lass mal ein bisschen pushen, damit ich hier, mich hier hinstelle. So. Wieder Trick mit dem Last Hitten, da ist er jetzt schon. Okay, der Range mit hinten steht noch eine Runde. Jetzt kommt er auch hinterher. Also der Kanonen mit hier meine ich. Aua, aua, aua. Haben noch Teleporter, also keine Sorge. Kann auch ein bisschen hier aushalten, ein bisschen rumfarben. Haben sie noch Vega, also Weiger, der mich noch stunnen kann, Vayne, die mich wegblocken kann und Tahm Kench, der mich fressen kann. Also wir haben echt kein leichtes Matchup mit Fiora. Mann! So eindimensional gerade das Match hier, aber einfach nur chillen und nichts tun kann ich leider. Den kann man noch Last hitten oder verkacken dabei, auch gut. Ein bisschen rumdancen. Jetzt push schon. Mann, oh. Wird ja voll gelangweilt. Bin blöd. So, jetzt kann ich ein paar. Oh, Wind kommt. Ich bleibe kein Gap Closer. Ich bin so weit vor allem. Ach, nicht so viel. Gegen die Tristana W, ey, was so eine große Range im Vergleich zu meiner kleinen Kuh. Wenn sie die hat, kommt sie immer weg. Ich habe meine Ulti, sie hat ihre W aber auch wieder locker und hat auch genug Mana dafür. Wenn sie mich nicht sowieso schon outtraden kann. Weiß, wäre wieder ein Versuch wert, mal reinzugehen. Dangler fehlt leider gerade. Den bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Haben wir sie mal 12 Minions hinten. Ist noch fast okay, weil sie mich sowieso ein bisschen dominiert hier auf der Lane. Die geile Domina. Boah, ich will auf die drauf gehen, ey. Okay, Bot ist gestorben. Das ist schon mal gut. Also deren Bot, die gegnerische Botlane. Die ihr unschwer erkennen konntet. Die bekämpfen, ey. Aber schlecht geblockt. Sehr schlecht sogar. Eine ganze Sekunde zu früh ungefähr. Kommt die Queen aber nochmal rein, damit sie auf mal sagen. Jawohl. Endlich stirbt die mal, mein Gott. Richtig Krampf auf das Match gegen die. So, kann man Tower noch kriegen? Ich weiß es nicht, der Dangler fehlt auch. Und ich würde immer noch gerne meinen Teleport behalten, deswegen gehe ich sofort back. Und komme danach wieder offline zurück. So, mal ein bisschen Lifesteal holen. Tschüsschen. Und noch zwei Healpots. Perfekt. Weiter geht's. Quinn, camp some other lane, please. Nope. Ja, finde ich gut, dass mich ein bisschen ganken kommt. Gegen den AD Carry ist halt echt ein bisschen lame.
Fiora bin ich halt gegen Mili so gut, weil die Gegner eben rankommen können und dann kannst du da ungefähr predikten, wann sie ihre Skills machen. Mit der W blocken, mit der Q und E, so eine geile Kombi machen, machst eigentlich genug Schaden mit der Passive noch zusammen. Aber gegen Edikami habe ich halt viel zum ersten Mal jetzt. Und ich muss halt komplett reinjumpen mit der Q, um überhaupt erstmal ranzukommen. Dann kann ich das einfach wegjumpen. Ich kann nichts mehr machen und sie kann mich auf Reichweite mit ihrer E zusammen dann noch übelst runterpoken. Das fuckt mich schon ein bisschen ab. Deswegen kann ich nicht so viel machen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt aggressiver spielen würde, dann sollte sie es eher gewinnen, wenn sie nicht allzu so blöd spielt. Und da mein Team sowieso einigermaßen im Gewinnen ist, muss man es nicht riskieren. Ich kann erstmal kurz reingehen, werde eine kleine Combo machen. Hab hier alle Spells ab, auch Weht, um was zu kontern. Bin noch ein paar zu viele Minions hier. Und gleich will sie den Dicken haben. Warte drauf, er will sie haben. Okay, jetzt gehen wir mal rein. Er kriegt übrigens noch ein paar Hits ab. So, war okay. So ein bisschen Lowlife. Ein kriegst du noch vielleicht. Ich hätte etwas früher weh machen müssen. Okay. Habe ich die eh nicht abgeblockt mit 2-3 Hits auf mir. War ein bisschen ärgerlich. Unnötiger Schaden. Sie dürften noch cooler haben auf ihrer W. Leider noch nicht meine W. Da war mir wohl Ulti. Ganz schön frech. Wollte mich wegschießen, ey. Oh, Scheiße. Da bist du am Arsch. Nein, er hat noch Alpha Strike und er flasht. Immerhin kein Flash mehr, ey. Habt. Ah, geiles Timing von Yasui, ey. Kann ich leider nichts mehr gegen machen. Ich meine, wie gesagt, noch den Flash rausgeholt. Eigentlich Flash? Ne, ich hab ja eben schon geflasht, um wieder zur Tristana zu kommen. Oh, ich muss mir überlegen, was ich kaufen soll als erstes. Mal gucken. Wir haben ja eigentlich außer Vega nur AD. Ich habe oben sowieso noch mit AD zu tun. Ich glaube, ich kaufe mir die Rüstungsschuhe. Es war eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, ein bisschen so früh schon auf Tankiness zu gehen. Ich hätte auch meinen Dawns Klinge verkaufen können. Und mir dafür eine Hydra schon holen, also die ausgebaute. Aber wie gesagt, da ich gegen Tristana und Master Yi spiele vorerst. Und die geht ja auch auf hohen Damage mit BF Sword und Pickaxe. Hier auch in etwa mit der, so einer Spitzhacke. Oder Schaden. Dementsprechend kann, glaube ich, ein bisschen frühe Rüstung nicht schaden. So, Level über ihr. Das sollte sie 1-on-1 legen können. Was sie ist gerade tot. Das wäre mir oben freie Bahn. Weil sie zu nah rankommt. Komm, kriegt sie eine geile Combo ab. So, dann kriegt sie noch den Minion. Vielleicht will sie hier unten wieder einen haben. Und noch warten. Kann schon ein bisschen näher rangehen. So, die können aber geil kontern gleich. Vielleicht die W von ihr. Fuck, ich hab vergessen zu runtern. Landen ist gar nicht mal so einfach, wenn man mitten im Fight drin ist. Okay, das ist ein bisschen blöd. Oh, der hat noch Heal gehabt, die... die Snitch. Haha, was war das denn jetzt? Ja, das haben wir im Feuer gespielt, ey. Hätte eigentlich locker wegkommen können. Warte mal, ne. Ich hab wieder missplayed eben. Ich hätte eigentlich ihre E locker kontern können mit der W, aber ich war dann so im Kampf drin. So darauf vertieft, meine Kombos zu machen mit Q und E. Dass ich schon einfach nicht mehr das gemanagt bekommen habe. Oh Scheiße. Da habe ich gepennt. Mist! Sollte aufhören zu pennen während dem Spiel. Immer so ein Profi-Tipp. Hört auf zu pennen. Wenn man weiter zählen will, dann. Ach, pass mal nicht auf. Boah, jetzt töten sie den Weg hoffentlich. Meine Teammates. Mann, kaputt! Oh, der Flash ist raus. Ich hätte gar nicht flashen müssen. Wir müssen nochmal wissen, oh, da ist ein erster Yi dabei. Das ist ein bisschen risky. Oh, shit. Kommt der Toplaner? Ab Teleport. Offline geht gut ab. Das ist schon mal gut. Wo kriegen sie den noch? Ja, ja, jawohl. Nice. Da ist der Master Yi wieder am Start. Mein Warden in der Nähe? Nicht so wirklich. Weil die ist auch schon tot. Hat die eher von der Tosana drauf. Hätte die eigentlich flashen müssen, glaube ich. Na gut. Tosana hat ja Flash mehr. Das ist schon mal gut. Ja auch nicht. Okay. Gut zu wissen. Das hier könnte mal wieder jemanden töten hier oben.
muss jetzt schon abfangen. Und oh, die ist da in der Midlane gerade, okay. Das ist der Pushen erstmal fleißig und macht gerade Rollen noch schnell kaputt. Oh, sehr gut. Hat hart fokussiert. Einfach bessere Sets haben will als 4-2-0. Was kriegen wir noch hin? So, der Tower ist schon bei uns. Trissana und Vega sind in der Mitte. Könnte nur der Yi kommen. Mit 2-3-2, Level 10, den dürfen wir 1-1 legen können. Das ist immer noch in der Mitte. Sobald die verschwindet, sollten wir hier auch verschwinden. So. Level 12 ist schon mal nice. Trissana ist tot, optimal. Die ist, glaube ich, gerade in der Nähe hier irgendwo. Ob der Wildbuff da ist? Nein, den warten wir hier. Da unten ist er die, hier ist er gewesen, alles klar. Das heißt für uns, weiter fleißig pushen. Gucken, wie weit ich hier komme. Da unten ist der Vega übrigens. Oh, mir gefällt gerade. Keiner gesehen zum Glück. Komm schon, den will ich gerne haben, den Tower. Ein bisschen risky. Ich bin sehr lange jetzt hier mit, aber den kriegen wir. Jawohl, sehr gut. Oh, hallo, was ist hier? Was geht ab? Haben wir uns zu früh pariert? War ziemlich früh. Ich habe kein Fleisch mehr. Fuck! Fuck! Oh Mann! Oh, einen Schlocker haben müssen. Ich habe zwei Fälle. Ich habe einfach geblockt, ohne Grund. Und dann habe ich irgendwie nicht geflasht. Ich habe Flash gedrückt, aber hat nicht geflasht. Ich war schon auf Cooldown, keine Ahnung. Oh, Gott. Mist! Ich bin ganz schön scheiße gerade. Aber ist normal, wenn ich aufnehme, bin ich immer scheiße. Hab ich eigentlich eine Ausrede. Okay, Luna schon, glaube ich auch. Luke könnte noch ulten eventuell, den Mega. Oh, der war nicht mehr in der E drin. Ich hab Teleport. Wo ist ein Ward? Da ist ein Ward. Ich komme! Ich komme! Oh Gott, es geht. Oh Gott, es sind so viele. Ich hätte nicht teleporten sollen. Ich sterbe direkt nochmal. Wobei, kommt noch die Queen vorbei. Die kriegen wir ja wohl. Queen ist auch tot, leider. Kann man die Vayne noch? Oh, erstmal weggehen. Komm schon, gib Gas, Fiora! Oh! Wir setzen ihren Heal noch ein. Ah, komm, Lux, die holen wir uns noch. Die holen wir uns ja wohl noch. Kannst du wohl doch wetten. Okay, oder du machst alleine auch gut. Perfekt. Time Cant ist das einzige, der lebt. Weil da kommt Tausch ab. Aber vorher noch ein bisschen Schaden am Tower hier machen. Aber ganz schön ist wieder live gerade mit dem Teleport und so. Warte mal. Aber ist noch alles gut gegangen. Gar nicht geultet. Hätte einiges einfacher gemacht, wenn ich geultet hätte. Hätte ich auch einiges an Leben wieder zurückbekommen. Könnte mal Dragon machen, wäre ich mal für. Wäre mal eine Idee. Gerade sowieso überlegen. Der steht da gerade zu gut. Oh, ich stelle mal ein bisschen mit, auch wegen dem Lifestyle. Perfekt, Meier. So muss das sein. Oh, das ist der Time Kench. Will eigentlich nicht unbedingt tanken. Oh, Leona. Wir haben kaum Vision von den ganzen anderen Gegnern. Da oben ist ein Yi. Okay, ab. Oh, da ist Trissana dabei. Nein, die Ulti! Brand, ich hab die Ulti nicht gesehen. Ich hab gerade noch weh gedrückt, das war zu spät. Und da, so, das ist doch die. Das ist die Boomit. Da ist die Ulti. Ich hab's nämlich gehört, aber nicht gesehen. Ich hab Vikas Ulti noch gehört. Verdammt. Ah, egal, mein Team hat sie geaced. Wurf. Und wir haben eine große Welle, die oben rein pusht. Ist also ganz okay in der Strich. Brauche ich mal Magieriese wahrscheinlich. Familien. Boah, wie viel Schaden der Vega einfach macht. Aber die meisten Kills im Gegner-Team ist ein bisschen blöd, weil er eben der einzige AP-Champ ist. Und ich eigentlich gerne Rüstung kaufen würde gegen die anderen. Aber man muss da flexibel sein. Holt sich ein bisschen Magieriese. Weiter geht's. Das sind die schlechtesten Sets, die ich hier auf Fiora hatte, um ehrlich zu sein. Könnt gerne mal in der Match-History nachschauen. Aber positiv, das ist die Hauptsache. Hier geht recht schon um den Sack übrigens, so BTW. 27 Farmer da, 28, aber sind hier in Bug.
Frage, wo sind jetzt die Gegner? Ich wollte mal schnell hier vorne. Aha, Digga. Wusste ich doch, was einer war. Ich gehe mal Botlane roamen. Ah, das könnte eine Idee sein. Push leider gleich rein. Wenn leider noch kein Champion ist, ist es okay. Da brauche ich mir noch einen Assist für den Time Pinch zumindest. Oder sogar einen Kill, sehr gut. War jetzt nicht so schwierig. Der Rest der Gegner fehlt. Vielleicht campen irgendwo im Busch. Bisschen aufpassen müssen wir jetzt. Sonst schießt ernst werden, also nix. Fahren hat übrigens 113 Farben. Ich habe mehr Farben als Kristana, Freunde. Also ein Eddie Carry auf Top. Da kann ich mir auf die Brust klopfen. Ich stolz sein. Digga ist da unten gerade ein bisschen alleine. Schade, vielleicht können wir den hier mal kriegen. Ich komme, der hat nämlich kein Sand mehr. Ich jetzt auch im Sack. Nun zumindest. Der müsste eigentlich schon noch im Sack bekommen. Psst, wir schleichen jetzt, Freunde. Psst, psst, psst. Hey, bist du? Verdammt, von dem ran. Hätte klappen können. War ein bisschen optimistisch, aber manchmal klappt sowas. Der scheiß Tower steht noch, deswegen komme ich nicht so gut ran. Aber wir diven einfach mal eine Runde. Den Main tumbled weg. Buff will die Queen wahrscheinlich haben, weil das gar nicht da, okay. Machen wir zumindest hier oben die geilen. Alter, ist auch schon weg. Was soll das denn? Wer farmt hier meinen gegnerischen Jungle? Habe ich keinem erlaubt. Da sind Master Yi. Wir sind ein bisschen tief gerade drin. Wie in der Lamarm quasi. Oh! Push gerade die Wave hier. Ist ein bisschen risky wieder. Man greed for feed. Die Gula noch wieder da? Nein, haben sie ja wohl. Ja gut. Lux auch noch gestorben. Scheiße. 9-2-6 steht die nicht schlecht. Ist wohl die hellste im Spiel. Wofür sind die ganzen Gegner? Wir haben doch hier Wards. Und wir finden die irgendwie nie. Merkwürdig. Ah, da unten sind wieder zwei. Sicher und. Oh, das sieht man sogar alle. Ich helfe sofort. Mag die. Optoren die machen. Vielleicht können wir hier wem auflauern. Ich hoffe, sie haben nicht gewordet. Okay, dann haben sie sowieso schon tot. Vielleicht können wir mal ein bisschen pushen. Hier da oben hat Vayne gerade den Ding platziert. Weg ist es. Boah, das war eine blöde W zum Wegjumpen. Jetzt könnte man die so leicht nirgendwo, aber die kann einfach weg mit der W und dann bei der Kombo raus. Wo ist man die Vayne hier vorne? Ist immer eine gute Idee. Oh fuck, wie das denn jetzt geht? Jawohl, ging so gerade noch. Den holen wir uns schon mal. Wird ein bisschen eng hier hinten, ich glaube, ich sterbe sogar. Ja, ein bisschen risky. Ich hätte eventuell direkt weggehen sollen nach dem ersten Kill. Ich wollte nie unbedingt haben. Hätte ich einfach laufen lassen sollen, wahrscheinlich. Und er hielt schon wieder! Verdammt! Oh, jetzt geht's aber los hier. Wie viel Schaden die alle machen, ey, Wahnsinn. So, jetzt sind es mal zwei Standard-Items. Hydra und den Black Cleaver. Wo ist hier ein bisschen Magiere sind zumindest. Und dann können wir uns eigentlich noch ein bisschen mehr Schaden holen. Welcher Form ist das die Frage? Ich glaube schon mal so ein Death Dance. Ganz cool, gibt soliden Schaden. Ein bisschen cooler Reduction. Hab schon 20%, da kriege ich nochmal 10 mehr, habe ich 30. Ist ganz nice auf Hydra. Kannst nämlich öfter rumdashen und noch mehr schnetzeln gehen. Und man hat halt diese Passive, dass man die Gegner Schaden, dass die Gegner Schaden erleiden, wenn sie einem selber Schaden machen. Das ist ganz praktisch vielleicht. Weil ich auch ein bisschen gefokust werde. Und dann wenigstens ein bisschen nicht direkt dahin hier werde, aber ein bisschen besser traden kann. So, willst du den World Buff haben? Nein, okay, nehme ich mir. Oh, komm ich hier durch? Wahrscheinlich nicht. Ah doch, ich hab's sogar. Also, aber wecken. Aber wir können sogar mal 1v1 legen, theoretisch. Ich hab ein bisschen Lifesteal. Ach, die Queen hier oben. Verrecken wir da was? Hat schon knapp noch am Ende. Ram, Teleport. Für fancy Place, aber. Twitch macht halt schon, hab ich gehört. Komm schon. Oh, ein Hit. Aber ärgerlich.
Der kommt vorbei, den holen wir uns hinterm Gensch. Der lebt immer lang. Und der hier noch hier oben ist, vielleicht wie schon mal der Lucky. Hier oben im Busch, wenn, glaube ich. Ah, du Mango, ich wusste es. Hier konnte er nicht sein, das wäre jetzt offensichtlich gewesen. Hätte wenn hier sein müssen. Ich komme! Oh nein. Bane. Normalerweise bin ich halt auch im Early schon ziemlich stark, auf der Lane schon. Man kriegt relativ leicht den ersten Kill hin. Aber ich hätte den Tristan da auftaucht, der mich ganz so genervt hat. Das ist ein bisschen schade. Hätte ich da wirklich noch wesentlich mehr zeigen können. Ich hätte gerne noch einen Blue Buff. Da kann ich irgendwas haben, wa? Oh, er hat noch einen Jump wahrscheinlich. Ja, da ist er. Oh, die kann man gleich trotzdem noch bekommen. Ja, nice Combo von Lux. Sieht immer scheiße aus, wenn du das stunnen willst und der Gegner einfach in die andere Richtung läuft und dann so mega verfehlst. Auch echt ein bisschen Mana, leider. Ein bisschen Mana brauchen wir mit Fiora zum Rumdashen und so. Sonst ist man nicht useless, aber sehr immobil. Und sehr gefährdet. Gegenüber CC und so weit. Kann man der Quinn dem noch was helfen, kommen? In den Yi. Aber danach muss ich auch weggehen. Ist der im Busch da drin? Ja, ist ja alles klar. Jetzt kommt die Galifur, merkt man geblockt, glaube ich, zumindest, hoffe ich. Aber den nie mehr eben gelegt. Ah, sind schon eher meine Stats. Kann ich wieder abheben und wieder stolz sein. Oh, wir haben zu wenig Gold. Ja, nochmal noch mehr Gold. Jetzt müssen wir noch eine Spitzhacke. Lass mal ausbauen mit dem roten Bild, aber auch mit dem Furor Enchantment. Kriegt man nämlich nach jedem. Moment, die holen wir uns noch. Die holen wir uns ja wohl noch. Tristana. Glaubst du selber nicht? Kommt der Flash, bringt ja mal nichts mehr, weil die Ona schon da ist. Oh, kein Assist für mich. Hätte ich aber verdient, finde ich. Ich glaube, dass er wegkommt. Oh, die schafft sogar fast noch und pillt mich noch. Scheiße! Nein! Das hat keiner gesehen, ja? Wayne ist gestorben, Mitya überlebt, ganz klar. Oh, scheiße, oder? War eine Kacke. Oh Mann, oh, das war mir jetzt echt ein bisschen dumm. Naja, egal. Man kann halt nicht diesen Laser damit vom Tower blocken. Normale Tower jetzt kann man blocken. Ah, gut zu wissen. Ich hätte ein bisschen weniger Schaden gefressen, hätte überlebt. Wenn ich es gewusst hätte, aber Vayne bekommen hätte ich so oder so nicht. Verdammt. Ah, ein bisschen Sägerie, gebe ich zu. Das war das Vorher-Enchantment, weil eben seht ihr ja da, mit einem Single-Target-Spell oder einem Auto-Hit kriegt man mehr Movement-Speed. Ich weiß gar nicht, ob die Auto-Hits mit Hydra noch als Single-Target-Spells gelten. Kann ich mal austesten. Ansonsten, ja. Oh. Haben wir jetzt kein Teleport mehr? Comeback ist real, da war von den Gegnern. Sehr gut abgefangen, die Ulti. Der Yi, sehr gut reingelaufen. Könnten da auch Sperrung machen, das ist relativ easy. Müssen nämlich eh defen. Kommt schon. Ja, können wir locker machen. Mach mal nur. Wobei, mach mal doch. Mach mal. Jetzt mal gucken, ob mein Movement Buff bekommen. Ja, doch, krieg ich, okay. Also, Schuhe funktionieren auch. Auch mein Auto jetzt mit Hydra. Ja, die Frage ist, meine Kuh noch ein Single-Target-Spell, weil der auch mehrere treffen kann? Oder die auch, die Kuh, der Spell halt mehrere treffen kann. So, tank doch mal bitte ein bisschen. Ich bin nämlich schon fast tot hier hinten. Unser Baron, sehr gut, geht schnell weg. Hoffen auf die Leben. Man hat jetzt automatisch Home Guard mittlerweile. Nach Level 9, Level 10, irgendwie sowas. Und jetzt dürfen wir, denke ich, endlich zu Ende pushen. Oh Mann, ey, ganz viele Felsen im Game. Ich hätte zwei, drei Mal weniger sterben müssen. Und das Early war ganz schön ätzend. Oh, jetzt campt ihr, wenn ich nicht da bin. Ja, blöd für die Zuschauer. Hand! Komm ja schon. Eigentlich finde ich ihn jetzt ohne mich. Wäre wieder typisch. Oh, Twitch hat noch Heal. Könnte reichen. Oh, reicht sogar nicht. Irgendwie mehr Schaden, als man erwartet. Oh, das war unser Lux.
bin noch weg, Freunde. Ich bin in ein paar Stunden da. Ihr macht halt schon, ne? Ja, ja, ich bin ja schon. Na gut gefightet, ja. Wir gesehen, wie wir die Gegner platt gemacht haben. Ohne mich keine Chance hätten sie gehabt. Anyways. Jetzt reißen wir noch ein Indie-Bier ein, schnell. Hier unten kriegen wir den noch. Oh ja, den kriegen wir noch, komm. Da, den kriegen wir noch. Komm schon. Da. Wurf. Indie hab noch bekommen. Ah, Mann, ey. Ärgerlich, dieses Spiel. Aber war ganz witzig immer unterm Strich. Zumindest bin ich ein paar Mal gestorben. Um mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Aber ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wann die kommt, weiß ich nicht. Wenn ich wieder Bock habe. Ganz spontan. Bis dahin, euer Hydere Einsatz.